Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Freunde, heute habe ich mal ganz was Besonderes. Viele von euch wissen ja, dass ich ursprünglich aus Berlin komme. Und deswegen finde ich das immer gut, wenn es irgendwas gibt, was mit Berlin zu tun hat. Wie zum Beispiel das Ding hier oben von Lego. Ja, man kann den Fernsehturm so ein bisschen erkennen und das Deutsche Bahngebäude. Schöne Grüße an der Stelle. Ne, derjenige weiß, von wem ich es habe. Und diesmal habe ich was anderes, auch aus Berlin, und zwar vom Hermannplatz. Ja, und zwar ist das Ganze von Bricks Berlin. Nein, ich habe mich jetzt nicht versprochen, das ist nicht Berlin Bricks, der Sascha, sondern Bricks Berlin, der Gary. Der hat da was designt und das fand ich ja äußerst interessant. Vertrieben wird das Ganze über einen Steinchen Express. Ich verlinke euch das natürlich unten in der Videobeschreibung. Kostet 35 Euro für 794 Teile, macht einen Steinepreis dann von 4,4 Cent. Und was es ist, will ich euch gerne zeigen. Und zwar das. Der Karstadt am Hermannplatz. Kann man das oben lesen? Oder so. Karstadt am Hermannplatz, da kann man es sehen. Das Ganze, wie gesagt, hat 794 Teile ab 12 Jahre und ist wohl in 5 verschiedenen Versionen aufbaubar. Warum 5, weiß ich jetzt noch nicht ganz so genau. Ich hole mir die Anleitung gleich mal raus. Es ist einmal der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter. Und wahrscheinlich das normale Gebäude oder was, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber so ist es eigentlich, steht es auch in der Beschreibung drin, fünf verschiedene Möglichkeiten, das aufzubauen. Genau, und anscheinend ist da auch noch eine Fliese drin, wo unten steht Karstadt am Hermannplatz. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ach, hier hinten steht es da drauf. Gestalte dein Modell je nach Frühlingszeiten. Hätte ich es gleich gelesen, hätte ich es gleich richtig gesagt. Also wir haben einmal das normale Gebäude, dann eben Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das kann man sich dann umbauen, wie man gerne möchte. Finde ich eine klasse Idee, denn jetzt kommt der Herbst. Vielleicht baue ich es dann um auf den Herbst. Ist ja auch möglich, ne? Mal sehen. Ja, ich bin immer gespannt, wie sich das Ganze bauen lässt. Ich weiß auch nicht, was das für Steine sind. Keine Ahnung, das kann mir der liebe Gary bestimmt dann in die Kommentare schreiben, wenn das sehen sollte das Video. Aber ja, ich mache das jetzt einfach mal auf und dann schauen wir mal. Das ist ein Zipbeutel mit einem Riss. Ein Riss. Nee. So geht es schon mal nicht. Das schaffe ich nicht. Eine kleine Hilfestellung hier. So. Und der ist aber sehr stabil hier, der Beutel. Ja. Dass ich mich jetzt hier noch verletze. So, jetzt aber. Schauen wir mal. Schauen wir uns mal die Anleitung an. Also, was haben wir hier? Ist das die Anleitung? Jawohl, das ist die Anleitung. Und 794 Steinchen. Genau. So, das packen wir weg. Hier ist noch drin eine Karte vom Steinchen Express. Ja. Da ist halt Folge uns, Like uns, Bewerte uns hinten drauf. Das tun wir jetzt erstmal alles zur Seite. Und dann haben wir da die Anleitung. Und da kommt uns ein Stickerbogen entgegen. Genau. Das gigantische Werk ist vollendet. Karstadt, Galeria Karstadt, U-Bahnhof Hermannplatz. Geil. Nicht ohne euch Kreuz Neukölln. Und nicht ohne euch nochmal in dieser Schrift hier. Mal gucken, ein bisschen näher gehen, dann könnt ihr das sehen. So, jetzt könnt ihr das auch sehen. So schauen die Aufkleber raus, aus. Und ja, dann haben wir hier die Anleitung. Ein kleines Heftchen. Aha, da ist dann, schauen wir mal. Also, wir haben hier insgesamt 36 Bauschritte. Und dann zum Schluss haben wir dann den Umbau hier mit Frühling,
Da werden wahrscheinlich jetzt, wie ich die Sache sehe, nur die Blumen ausgetauscht. Dann Sommer. Das sind noch. Ah, Sommer, das ist dann, ich weiß, es gibt ja einige, die kennen Berlin, vielleicht kennen auch einige hier den Karstadt in Neukölln am Hermannplatz. Das sind dann immer so, ist immer so ein Markt davor. Das soll das wohl darstellen, den Markt. Genau. Dann haben wir den Herbst, da ist alles so ein bisschen in Gelb. Genau. Und zum Schluss noch den Winter. Da ist dann oben noch so ein Stern drauf, ne, wenn es weihnachtlich ist, weihnachtlich geschmückt ist. Genau. Ich bin mal gespannt. Achso, und ganz zum Schluss haben wir die Straßenvariante. Die Straßenvariante werde ich jetzt mal bauen. Und dann gucke ich mal zum Schluss, ob ich dann das mal noch umbaue oder nicht. Lassen wir uns überraschen. Ja, dann schauen wir mal. Ist ziemlich knackig, sagen wir es mal so, die ersten Bauschritte oder überhaupt die Bauschritte, weil ziemlich viele Teile immer pro Bauschritt verbaut werden. Na, da haben wir hier 8, 12, 18, 22 Teile. Ne? Also so zieht sich das durch. Da sind es mal 15, 24 Teile und so weiter und so fort. Ja? Okay, ich werde jetzt das Ganze mal anfangen zu bauen und entweder melde ich mich zwischendurch, wenn es was Besonderes gibt, oder ich ziehe das einfach durch. Also, viel Spaß beim Video. So, Freunde, nach gut einer Stunde ist das Karstadt-Gebäude am Hermannplatz fertig. Es gab ein, zwei kleine Probleme, die werde ich euch natürlich sagen. Ich habe jetzt hier die Herbstversion gebaut. Das sieht man so an den orangen und gelben Bäumen. Ist ja schließlich Herbst. Ne? Ich weiß noch nicht, ob ich das dann immer umbaue zum Winter oder so. Vielleicht mache ich es, dann zeige ich es euch. Dieses Ganze hier ist alles übrig. Recht viel. Ne? Klar, weil wenn man den Winter umbaut, dafür sind die weißen Sachen dabei. Das ist halt Schnee oder die grünen für Herbst, für Frühling. Im Sommer dann hier die rosa Blüten. Ne? Also das ist alles vorhanden. Genug Teile noch da. Jetzt noch kurz was zur Geschichte von Karstadt am Hermannplatz. Ich meine, ich weiß ja nicht, manche kennen es vielleicht gar nicht. Manche wissen gar nicht, um was es da geht oder waren noch nie da. Deswegen möchte ich ja kurz noch was dazu sagen. Ich habe ein paar Stichpunkte gemacht, dass ich euch so ungefähr die Geschichte ein bisschen erzählen kann, falls es euch interessiert. Wenn nicht, dann hüpft einfach weiter bis zum nächsten, wo ich euch nur dieses Set zeige dann. Das Ganze ist entstanden, also es wurde 1926 ein Baugrundstück frei von 12.500 Quadratmeter am Hermannplatz. 1927 haben sie dann angefangen zu bauen und das hat dann gut 16 Monate gedauert, bis das dann fertig war. Für die Zeit, denke ich, ging das relativ schnell. Das war ein harter Winter zu der Zeit und auch gebrannt hat es mal wohl, was ich gelesen habe. Und ja, da muss ich sagen, es sind 16 Monate dann doch eigentlich eine relativ zügige Zeit. Der war mit, ich muss jetzt nochmal kurz dann nachgucken, 70.000 Quadratmeter war es wohl das größte Kaufhaus Europas damals. Das hat dann Badestätten gegeben, eine Sporthalle, Friseursalons und lauter so eine Sachen. Restaurants natürlich, eben diese begrünte Dachterrasse hier. Da sind die von nah und fern gekommen, die Leute, und haben sich das natürlich angeschaut. Das gab es ja zu der Zeit noch gar nicht. Dann kam der Zweite Weltkrieg, 1945, dann im April, haben die Nazis bzw. die SS dann das Gebäude gesprengt, um nicht der sowjetischen Truppen hier irgendwas zu überlassen. Deswegen wurde das weggesprengt. Ihr seht es, ich blende dann immer mal ein Bild ein, dass ihr das mal auch so ein bisschen bildlich nachverfolgen könnt. 1950 dann haben sie es dann wieder aufgebaut. Und das hat aber trotz hunderte Arbeitskräfte, hat es ja fast ein Jahr gedauert, bis der ganze Trümmerschutt, bis das alles weggeräumt war. Ne? Das musste ja alles wieder von neu aufgebaut werden. Und 1959, also ist es dann aufgebaut worden auf 15.000 Quadratmeter,
Und 1959 dann haben sie das nochmal ein bisschen vergrößert. Die Verkaufsfläche im Erdgeschoss haben sie größer gemacht. Die haben Unterschoss gebaut und haben, wie man es heute zum Teil auch kennt, im Untergeschoss dann eine riesengroße Lebensmittelabteilung gemacht. War ja auch was Neues zu der Zeit, ne? Dann 1961, mein Geburtsjahr, ist ja die Mauer gebaut worden. Und da wurden die Straßen und Straßenbahnen und also die Schienen, wurde ja dann getrennt von Ost nach West. Und dann war halt Karstadt nicht mehr in der Mitte Berlins, sondern halt nur noch im Westen. Tja, so schnell ist es dann gegangen. 1989, als die Mauer dann gefallen ist, war das natürlich der Renner. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich war ja auch live dabei und habe dann in der Sonnenallee damals auf die Trabis geklopft, als sie rübergefahren sind. Es war einfach nur schön. Und die sind natürlich alle nicht nur zum KDW, klar, das war natürlich Kudamm, war ja Highlight, und sind sie natürlich auch zum Karstadt gefahren, weil es war ja dann gleich um die Ecke. Und das ist natürlich für die damalige DDR oder für die Bewohner der damaligen DDR, hat das irgendwie eine historische Bedeutung gehabt, dieses Gebäude. Naja, und dann ging es weiter 1989. Wie gesagt, ich schaue immer mal auf meinen Spickzettel. Haben sie dann die Verkaufsflächen nochmal erhöht auf 31.500 Quadratmeter. Haben die Glasfassade neu gemacht. Sie haben eine neue Dachterrasse gemacht und so weiter. Und die ganzen Baukosten, man muss sich das überlegen, die Baukosten zu der damaligen Zeit waren 200 Millionen D-Mark. Also das war schon ein Haufen, ne? Das kann man nicht anders sagen. Dann haben sie ja ein neues Parkhaus haben sie auch gebaut für ca. 650 Parkplätze. Also das war schon ein Riesending, was sie da umgebaut haben. Und das war 1989 und das war der letzte große Umbau. Jetzt soll angeblich, was ich jetzt so gelesen habe, 2023 soll jetzt wohl der Wiederaufbau der historischen Karstadt stattfinden. Da habe ich mal aufgeschrieben, da muss ich nochmal gucken, und zwar an der Grenze zwischen Neukölln und Kreuzberg soll das sein. Da wird das Parkhaus wohl in eine Gewerbe- und Einzelhandelsgebäude umgebaut. Und dieses Ganze soll dann stattfinden jetzt ab Ende 23, beziehungsweise Baubeginn soll dann ab nächsten Jahr sein, laut der Signa-Gruppe, die Eigentümer sind. Wir sind gespannt, was das Ganze gibt. Und ich fand die Geschichte auch mal interessant dazu. Alles wusste ich jetzt auch nicht, aber ich fand die Geschichte selber mal interessant dazu. Und wie gesagt, ich finde dieses Set irre gut gelungen. Kann ich nicht anders sagen. Mir gefällt's. Es gibt, wie gesagt, ein paar Sachen, die ich, wie soll ich Ihnen sagen, ja, ein bisschen ungünstig gebaut finde. Denn wenn ihr hier versucht, an diese Blüten umzubauen, im Herbst, Winter oder sonst irgendwas, ist das Problem, dass das Ganze hier, diese Vorderfront, könnt ihr so rausnehmen. Ja? Was im Prinzip ja nicht schlecht ist, wenn das jetzt zum Beispiel da nicht nur an zwei Noppen halten würde, ja, wie auch auf der anderen Seite, ist im Prinzip ja nicht schlecht. Das Problem ist halt nur, wenn ihr da immer versucht, da rumzufummeln, ihr stoßt dann gegen die Türme hier zum Beispiel, ne? Die sind ja nur an einer Noppe befestigt. Ja? Und ihr seht schon, dann versuche ich das da wieder drauf zu machen, dann fällt es wieder auseinander. Das ist ein bisschen ungünstig gemacht, aber ich meine, wenn das ganze Ding steht, dann ist das kein Problem. Dann hält es auch. Nur, wie gesagt, man müsste das halt irgendwie, naja, ich hätte es vielleicht irgendwie anders fixiert oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. So. Einmal ein bisschen festdrücken. So. Und dann hält es auch wieder. Ja, also, es fällt hier nichts ab. Ja, das ist einmal frei. Das funktioniert einmal frei. Und ich finde das Gebäude an sich wirklich gut getroffen. Was mir so ein bisschen eigentlich noch Schwierigkeiten gemacht hat, also die Aufkleber habe ich nicht angebracht, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich die hinmachen soll. Klar, es gibt, ich weiß nicht, auf einem Foto, glaube ich, sieht man es, gibt es vor dem Karstadt den Eingang zum U-Bahnhof Hermannplatz. Da müsste man halt vielleicht selber was versuchen zu machen. Wobei ich dieses Schild in der Relation zum Gebäude relativ groß finde.
Ja, also wenn ich jetzt wirklich einen U-Bahnhof, eine Treppe irgendwo nach unten bauen würde, dann wäre das Schild, glaube ich, etwas zu groß. Und auch die Karstadt-Schilder, ich wüsste jetzt nicht, wo ich die jetzt hinmachen soll. Keine Ahnung. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal die Seite hier zu dem Nicht ohne euch. Da gibt es eine Internetseite. Könnt ihr euch ja mal gerne anschauen. Was ich eigentlich noch sagen wollte, es ist teilweise auch so gebaut, dass es nur an einer Noppe, wie soll ich denn das jetzt sagen? Wie zeige ich euch das am besten? Diese Seitenwände, also auch diese Fassade hier. Wo habe ich es denn? Wo habe ich es denn? Ja, es ist auf jeden Fall so gebaut, dass hier auf der Seite, ich nehme das jetzt nochmal kurz ab. Und auch ein Stück von dem Turm nehme ich mal ab. Dann kann man das besser sehen. So wird das Ganze gebaut. Ihr seht hier ein Transklierteil. Apropos Transklierteil, muss ich noch was sagen. Und dann legt man das im Prinzip so drauf, den 1x1, und muss dann mit einem Tann so gegendrücken, dass das Ganze dann hält. Also das finde ich auch ein bisschen ungünstig gemacht, so eine Luftbauten, muss ich sagen. Ich meine, es geht, klar, aber es ist halt in der Anleitung schwer zu erkennen zum Teil. Und zu den Transklierteilen, mir fehlten tatsächlich drei Teile, Entschuldigung, und zwar drei 1x2 Transklier fehlen mir. Ich habe sie jetzt von mir noch gefunden. Ich habe im Fundus welche gehabt und habe sie dann ersetzen können, aber es fehlte halt leider. Ja, so, jetzt ist es wieder dran und gut ist. Wie gesagt, das Ganze hat Spaß gemacht zu bauen, ging auch schnell. Also relativ schnell. Hier unten, das war ja eine Fliese. Nochmal von nah ein bisschen gezeigt. Wenn jetzt mein. So, jetzt hat's. Ja, so schaut das Ganze also aus der Nähe betrachtet. Und ich muss sagen, da hat Bricks Berlin eine ganze Arbeit geleistet. Und ich hoffe, ich stehe ja mit ihm in Verbindung, schöne Grüße nochmal an der Stelle. Ich hoffe, es kommen noch einige so historische Berliner Gebäude, denn das würde mich freuen, weil ich die einfach nur mega finde. Und ich denke, das passt dann auch gut zu diesem Diorama von Lego. Passt es gut dazu. Ich werde mir, wenn es noch mehr Gebäude dieser Art gibt, werde ich mir dann vielleicht mal so eine kleine, ja, nicht eine Anlage, aber halt so ein größeres Diorama, sage ich mal, machen, wo ich dann die Sachen hinstellen kann. Also es würde mich freuen, lieber Bricks Berlin, wenn da noch mehr kommt. Und ja, ich hoffe, euch hat jetzt diese kleine Geschichtsstunde beziehungsweise eben dieses kleine Set auch gefallen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich verlinke euch das alles, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung von Bricks Berlin, die YouTube-Seite und so weiter und so fort. Oder auch von Karstadt beziehungsweise Galeria. Ich glaube, das heißt ja jetzt Galeria. Verlinke ich euch das auch mal so, was ich da gelesen habe, oder Wikipedia vielleicht, dann könnt ihr euch mal selber nachlesen, wenn euch die Geschichte von Karstadt am Hermannplatz interessiert. Ansonsten soll es das gewesen sein für heute. Abonnieren nicht vergessen, tut nicht weh. Und würde doch schon sagen, schöne Grüße. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mehr bleibt mir nicht zu sagen. Bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Paul.